Hallöchen Leute und willkommen zum zweiten Part meines Let's Plays zu Cube. Oder The Cube, nein, es heißt nur Cube, glaube ich. Und wir befinden uns jetzt gerade hier in Sektor 4 oder sowas in der Art, keine Ahnung. Und es gibt tolle unsichtbare Blöcke, von denen ich mir allerdings auch nichts kaufen kann. Und wahrscheinlich ist das so eine Art Tür. Gut, drücken wir einfach mal auf Play. Passiert. Gucken, was passiert. Passieren, was geguckt. Ah, alles klar. Das heißt, wir drücken nochmal auf Play und. Hoppala. Das ist auch egal. Jetzt wird der blaue der Ball und das blaue rein. Dasselbe nochmal mit Gelb. Hui. Hoffen wir, dass er nochmal Gelb sich färbt dann. Ja, tut er. Nein, er färbt sich mit Blau und Gelb färbt er sich Grün. Das kann ja noch spannend werden. OMFG und so. Hahaha, witzig. Da, ich freue mich schon auf die nächsten Räume, habe ich ja schon mal erwähnt. Also, das jetzt so und so. Wohoho. Grad so. Jetzt haben wir es aber geschafft, oder? Ja. Gut, also, was hat jetzt nochmal irgendwelche Farben ergeben? Ich habe leider keine Ahnung, wie man Farben mischt. Tut mir leid. Das gehört vielleicht zum Grundwissen von Kunst und so ein Kram, aber egal. Ich war nie gut in Kunst, will ich auch gar nicht gewesen sein. Nein, so geht das nicht. Ah, ich weiß aber, wie es geht. Hui, hui. Juhu! Jetzt haben wir bestimmt irgendwelche anderen Farben, ne? Nein, rot, blau, gelb. Rot, blau, gelb. Und wir können alles drehen und wenden, wie wir wollen. Das wäre schön toll. Also machen wir mal Play mit der Ball. Gut, er rollt farbenlos jetzt irgendwo rein. Also bringt uns das hier gerade gar nichts. Oder? Ich drehe es einfach mal, weil ich es kann. Das bringt uns echt rein absolut gar nichts. Wie soll ich denn den Ball dann hier wegbekommen? Ah, das Drehen während der Ball. In welche Richtung drehen während der Ball und so. So viel zum Thema Blau. Schön. Gut. Und warum kann man das drehen? Was hat. Ja, gut. Viel dazu auf jeden Fall. Brauchen wir das noch? Ich glaube nicht. Ich wollte gerade sagen, rot könnte man doch vielleicht auch ganz einfach hinbekommen. Falsche Richtung, nicht. Wenn man denn nicht failt beim Knopfdruck. In welche Richtung müsste ich das denn drehen? In den rechten Pfeil, gut. Den oberen Pfeil. Ich muss den oberen Pfeil drücken. Ich muss beide mal den oberen Pfeil drücken. Aha! Mann. Ach komm schon. Bitte. Bitte. Du schaffst es! Ich glaube fest an dich! Gut, dann halt nicht. Das war, glaube ich, falsch. Vor allem mit den Grünen, das bringt mir sowieso rein gar nichts. Das heißt, das.
Ja, auf jeden Fall wäre es auch viel, 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 viel zu spät. Alter Schwede, was ist das denn? Kann das sein? Ist das irgendwie eine gerade Fläche dann hier? Das ist eine gerade Fläche, ne? Ich will den Ball da nur anschubsen. Oh Mann, ey. Gut, also wir kriegen ihn da rein. So weit, so gut. Und was, wenn wir auf meinen linken Pfeil gleich drücken? Wäre es nicht immer, ja, ne? Ach herrlich, ach herrlich, ist das nicht schön und herrlich? Wusstet ihr schon, dass das herrlich ist, als man den falschen Pfeil einfach gedrückt hat? Ich kotze gleich an die Wand, aber das ist ein anderes Thema. Aber trotzdem frage ich mich jetzt, wie der hier in das Gelbe kommen soll, ohne das Blau zu berühren. Das ist ja schon wieder, das ist die andere Frage. Gut. Also, wir machen so Sachen. Ich glaube, man braucht irgendwie das Blaue. Ah, oh Mann. So. Das kickt das bestimmt ins Gelbe rein. Was es eigentlich gar nicht tun kann, da es das noch nie getan hat. Oder? Doch, aber... Ja mal, das ist doch eigentlich so einfach, oder? Und ich stelle mich so blöd an. Das ist geil. Dreh ich's eigentlich schon wieder falsch rum, oder was tue ich hier? Oh fuck. Geht doch, danke schön. Mein Gott, das war richtig einfach. Das hätten wir beim allerersten Versuch schaffen können. Ich glaube, wir vertrödeln hier gerade schon wieder die Hälfte des Parts. Mehr als die Hälfte des Parts, keine Ahnung. Gar nicht auf die Uhr geguckt, ist ja auch egal. Der erste Part war auf jeden Fall nicht ganz so lang, habe ich gemerkt. Ich dachte, der wäre ein bisschen länger. Wie gesagt, ich gucke hier gerade nicht so ganz auf die Uhr. Machen wir den gleich ein paar Minuten länger. Machen wir jetzt so ein, zwei Rätselchen. Oder so. Oder wir unterbrechen den Part hier einfach. Ich weiß es noch nicht. Das überlege ich mir dann jetzt gleich noch. Guck mal, hier brauchen wir Pink und Orange. Cool, wie macht man denn Pink und Orange? Also Pink macht man bestimmt aus Rot und Gelb, oder? Nein, aus Rot und Blau. Ich hab meinen. Braucht man auch eine Standardfarbe? Nee. Toll. So, holen wir uns ein bisschen Blau. Bisschen Pink. Nicht. Gut. Halt nicht. Ach guck mal, Gelb können wir uns doch nicht einfach holen. Ich dachte, Gelb wäre auf dem Schiebeding. Egal, versuchen wir es halt nochmal. So, holen wir uns ein bisschen Gelb. Drehen wir den hier einfach auch und dann haben wir ein bisschen Blau und wir haben Grün und da muss der ganz weit nach links rüber. Jetzt haben wir was? Braun? Gut. Also, Braun muss vielleicht rechts rein? Nein, muss er nicht. So, einfach mal so, weil wir es können.
Okay, so machen wir Orange. Ich muss das noch ins Orange fallen. Okay, ich habe eine Idee. Wir haben Weiß mal den linken gedrückt, oder? So, hier haben wir den linken gedrückt, also hier den oberen. Und das war ein bisschen schlechtes Timing mal wieder. Das funzt irgendwie nicht so richtig, wie ich mir vorgestellt habe. Na, mach Play. Also wir haben jetzt gelb. Wir haben jetzt nicht, was tue ich denn hier? Jetzt haben wir grün. Grün muss nach ganz links. Das ist nicht so schwer, glaube ich. Also nochmal. Oh mein Gott, ey. Also, gelb. Machen wir es ins Grün. Machen Bam. Zaubern uns Blau. Nein, wir müssen noch den hier einfach drehen. Arr. Aber nicht so. Also in Gelb. Falsch rum. Also in Gelb. Bin ich jetzt bescheuert oder was ist hier los? Also in Gelb. Und dann machen wir es so. Am Orange. Juhu! So viel dazu. Und jetzt brauchen wir trotzdem noch Pink, was wir noch nicht einmal hatten. Das ist sehr schön. Ich wette, dafür brauche ich irgendwie den. Ja, und zwar damit davon. Oder mach Blau und das Pink. Ausprobieren, ne? So, das heißt, wir drehen den hier nach so rum. Dann färbt er sich. Wo ist der Ball? Ach, falsch rum. Ey, kein Sinn. So, und dann müssen wir jetzt Timing wieder haben. Ui, Timing. Geiles Timing. Wie rum muss man den drehen? So rum, ne? Das war aber gerade so. Mensch, wir haben es geschafft. Boah, fass es kaum. Und Sektor 4 ist abgeschlossen. Juhu. Und damit ist, glaube ich, auch der Part wieder abgeschlossen. Das war ja was. Mensch. Sektor 5 oder so in der Art. Gut, Leute. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Part. Und bis auf Wiedersehen und tschüss.